Was bisher geschah? In der letzten Folge sind wir in eine verlassene Fabrik eingebrochen. Dafür mussten wir jetzt erstmal einen Blitzwerfer bauen, um die Tür aufzusprengen. Und werden danach fast auf dem Planeten gestrandet, weil wir kein Plutonium gefunden haben und dann dauernd gestorben sind, weil wir auch kein Thamium oder Oxide gefunden haben, um unseren Gefahrenschutzanzug aufzuladen. Wir haben es am Ende doch noch geschafft, von dem Planeten wieder zu entkommen. Und in dieser Folge werden wir jetzt die Antimaterie bauen, um damit unseren Hyperantrieb aufzuladen. Und die Reise geht weiter im No Man's Sky. So, was wir noch nicht gemacht haben, ist jetzt die Sachen von diesem Planeten da hochzuladen. Wir laden den einfach mal so hoch. Vielleicht hätten wir den auch benennen sollen. Mit kommt nicht hierher. Ja, es fehlt wieder eine Spezies. Aber das mache ich nicht nochmal mit. Das hat, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat. Und wie oft ich da jetzt gestorben bin, das war nicht lustig. Ich habe jetzt vom Händler gerade nochmal ordentlich Plutonium gekauft. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ich werde jetzt gleich nochmal die... Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Startschubdüse jetzt schon auflade oder erst, wenn ich auf dem Planeten lande. Nicht, dass wir zwischendurch von Piraten belästigt werden. So, jetzt haben wir wieder auch ein bisschen... Oh, wir haben 38.000. Oh. Laden wir das auch gleich noch hoch. Oh, das bringt 5.000, ein ganzes System. Okay. Da gehen wir jetzt nochmal mit in die Station rein und gucken mal, wie viel Zeug die verkaufen. Und dann gehen wir doch nochmal auf einen anderen Planeten, weil ich guck mal kurz. Ach ja, Zink habe ich auch gekauft bei dem und Titan. Das ist alles wunderbar. So, dann gucke ich mal, was ich hier für brauche für die... So, Suspensionsflüssigkeit habe ich auch gekauft. Da bleibt... Oh, 100 Stück. Ja, das ist nicht so cool. Ich würde die eigentlich lieber auf dem Planeten sammeln. Ja, oder die verkaufen jetzt extrem viel. Das kann natürlich auch sein, dann können wir es machen. Ansonsten eher nicht. Okay, also wir werden jetzt nochmal auf einem anderen Planeten landen, der nicht der hier ist, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, ob wir auf dem waren. Waren wir auf dem? Ich glaube nicht, ne? Steht es da? Ist unentdeckt? Okay. Dann können wir da nämlich nochmal hin und gucken uns den mal an, weil der andere war ja nicht so toll. Obwohl der relativ warm aussieht, da werden wir auch wieder Probleme haben. Aber ich habe gerade ordentlich Plutonium kaufen können und auch Zink und Titan. Schildsplitter haben wir sowieso noch. Das heißt, wir werden da jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger überleben können. So. Nein, 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 nein. Da machen wir bestimmt nicht mit. Ich hoffe, wir kommen schnell genug. Oh nein. Wir versuchen es einfach mal zu entkommen. Ich hoffe, die... Okay, wo ist es? Okay, wir stecken das. Wir können gar nichts einstecken. Ja, geil. Aber ich wollte nicht kämpfen. Ich wollte einfach nur auf diesen blöden Planeten drauf. Kann doch nicht wahr sein. Können wir vielleicht entkommen, wenn wir hier drin sind? Verbleibende Kampfschiffe sind zwei. Ja, ja, nein. Bitte lasst mich in Ruhe. Ey, könnt ihr auch mal weggehen? Können die nicht abdrehen? Geht doch weg. Nee, ich sterbe jetzt einfach, ne? Weil ich so viel Erfahrung schon damit habe. So, diesmal sind wir ohne Piraten hergekommen. Ich werde jetzt mal versuchen, mit dem Schiff recht nah über den Boden zu fliegen, dass man vielleicht sieht, wo Plutonium unterwegs ist, dass man sich das gleich noch einstecken kann, wenn man mal landet. Weil da werden wir wieder alles verbrauchen. Wir haben... So, diesmal kann ich es aber schon vollladen. Hoffentlich. Müsste aber reichen, oder? Genau, wie viel haben wir jetzt noch? Haben wir noch was? Noch 10 ist... Okay, also... Das kann man sich ja mal merken. Das braucht 200, bis es voll ist. Je tiefer können wir nicht. Da ist, glaube ich, so ein Stein zum Sprache lernen. Den lassen wir trotzdem mal liegen. So, wir scannen mal so. Es ist immer schade, dass man hier gar nichts sieht. Was hier so unterwegs ist. Aber wir gucken mal einfach. Vielleicht finden wir auch eine Station. Da können wir ja auch was kaufen vielleicht. Man hat ja auch gar keine Informationen. Jetzt...
wie das auf dem Planeten hier so aussieht, ne? Das ist auch ein bisschen schade. Das können wir nicht haben. So, dann landen wir jetzt einfach mal hier. Das ist ja anscheinend eine größere Station. Mal gucken, was der Planet jetzt kann. Vielleicht ist der auch ganz freundlich und wir verbrennen nicht direkt, wenn wir hier aussteigen. Es heißt schon Wüste. Ein Biom-Hai ist ja geil. Fauna? Nichts! Sogar nichts! So. Abwurfkapsel. Ja. 73. Ganz toll. So, das... Irgendwas schieben wir jetzt mal rüber hier. Das hier und das hier. So. Oh, hier ist... Genau. Wunderbar. Ja, wir brauchen leider auch Iridium. Oh, da ist Plutonium. Sehr gut. Ist es nicht... Mann, dass die Pflanzen machen, die genauso aussehen. Und Mist. Oh ja. Das ist natürlich Mist. Wir gehen erstmal rein hier. Das ist das Sicherste. Mal gucken, ob hier überhaupt... Hier ist gar keiner. Schade. Nehmen wir ein bisschen davon mit. Warum ist denn hier keiner? Hallo? Aber wir können hier irgendwas machen, ne? Das geht. Genau. Lebensform in dieser Anlage arbeitet. Hinterließ ihre Ausrüstung, die den Himmel nach interessanten neuen Systemen und okay, absucht. Okay, ich werde es nicht machen. Aus dem anderen Spiel denke ich zumindest, dass es hier genauso ist. Sind es Ruinen, die diese Steine haben, wo man die Sprache lernt? Was wir ganz bestimmt nicht machen werden auf so einem Planeten hier. So, wir nehmen einfach nochmal ein paar Pflanzen mit. Ich weiß nicht, warum hier schon wieder keine Tiere sind. Es ist jetzt schon der zweite Planet, der komplett leer ist. Gucken gleich nochmal. Wander. Okay, wir können wieder nichts sehen. So, wir laden den direkt mal hoch. Kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Ja, ja. Ach so, Moment mal. Nee, stimmt. Hier ist nichts eingetragen von Tieren. So, unser Problem war ja Iridium. Das heißt, da müssen wir jetzt noch was suchen. Der Planet hatte das ja, wurde im Scan angezeigt. Das brauchen wir noch. Und dann können wir uns die Warp-Zelle bauen und dann aus dem System hier verschwinden. So, wir haben jetzt sogar genug Plutonium für den Elektronendampf. Das heißt, den erstellen wir erstmal. Der ist jetzt im Raumschiff. Das ist gut. Jetzt brauchen wir nur noch Iridium, ne? Ist es so? Für die Antimaterie, genau. Wir haben Zink genug, wir haben Elektronendampf und Iridium 50. Wo ich noch nicht weiß, wo das ist, weil ich habe noch keins gesehen. Es stimmt. So, wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt nur irgendwas hier nochmal benutzen. Am besten laden wir einfach den voll hier mit... Ach, hier mit Tamium, genau. Ist das nämlich alle? Jetzt können wir Iridium einpacken. Ich glaube, 50 Stück brauchen wir. Aber das ist zum Glück recht ergiebig hier. Okay. Hat sich gerade so angehört, als wäre hier ein Wächter. Jetzt müssen wir das nur noch heil zum Schiff bekommen, ohne dass wir zwischendurch sterben. Jetzt stellen wir Antimaterie her. Jawohl. Die Flamme ist überhaupt mitgenommen von dem Iridium. Oh ja. Genug. Kann man die eigentlich im Schiff stapeln? Ja, die Sachen kann man hier im Schiff stapeln, aber im Anzug nicht so, wie es aussieht, oder? Was passiert, wenn ich die jetzt zurücknehme? Ne, da macht er zwei einzelne draus. Ist ja komisch. Das hier war in einer Kiste drin. Weiß er nicht. Vom Bau von Frachtern eingesetzt. Hartes Material wird beim galaktischen Handelswerk sehr beliebt. Ah, okay, also... Oh, das ist aber teuer. Bau von Frachtern. Nee, okay, ist gar... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon draußen ist, dass man Frachter bauen kann, oder ob das nur gerüchteweise im Umlauf ist. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall... Oh, Moment mal. Hier hin und eine Warp-Zelle. Oh, was? Tamium. Nein! Tamium braucht man auch wieder. Okay, dann müssen wir wohl nochmal raus und Tamium sammeln. So ein Mist. Jetzt müssten wir genug Tamium haben. Da... Ja, da geht's. Und... Hergestellt. Und... Aufladen. So. Den haben wir aufgeladen. Was können wir hier reinladen? Eisen. Oh. Wie viel bringt es?
Haben wir jetzt noch Eisen übrig? Ja, oh. Braucht man gar nicht so viel. So, der lädt sich von alleine voll. Dann fliegen wir jetzt hier wieder weg. Weiß gar nicht, wie viel Plutonium. Oh. Haben wir noch ein bisschen was? Oder was haben wir im Anzug? Haben wir. Oh, da haben wir auch noch ein bisschen. Ich lade mal wieder alles in den Anzug. Nicht, dass wir jetzt aus dem. Oh. Aus dem Hyperraum rauskommen und dann. Zack. Werden wir direkt wieder von Piraten angegriffen. Das wäre nicht so cool. Ja, den hätte ich gern schon mitgenommen, den Dolch. Die sind, glaube ich, teuer. 11.000, naja. Wäre schon cool. Ich weiß nicht. Ich weiß noch gar nicht, was man damit überhaupt macht. Das mussten wir noch nicht haben. Das ist auch richtig teuer. Das behalten wir mal auch hier drin. Ja, den. Den spekulieren wir einfach mal darauf, dass wir nicht sterben. So. Dann gehen wir jetzt hier raus und dann. Warpen wir hier mal raus. So, Weg ins Herz der Galaxie oder Freiflug. Ne, wir nehmen. Das ist ja irgendwie doch denn das ultimative Ziel, dass wir das Zentrum der Galaxie finden. So. Analyse Klasse F5. Keiner weiß, was das heißt, aber es ist unentdeckt. 4 Planeten und einen Mond. So. Dann. Entdeckungen suchen wir. Das machen wir mal. Mal gucken, ob da was passiert. Suche läuft. Nächste auswählen. Nee. Derzeitiger Standort. Nächste auswählen. Bringt das gar nichts, ne? Ja, Moment mal. Nee, dann gehen wir mal wieder hier. Und ist es der nächste? Auf jeden Fall. Doch, den wir hatten ja einer. Angekommen! Von mir entdeckt. Oh, wir müssen von dem anderen Planeten auch noch Sachen hochladen. So, wo ist die Raumstation? Eigentlich müsste ja jedes System eine haben. Oh, hier ist gleich ein Planet. Ja, stimmt, das war ja ein bisschen mehr hier. So, da wird einer angezeigt. Wo ist die? Hoffentlich nicht so weit weg. Ha, direkt daneben. Raumschiffscanner um. Oh, nochmal einfach generell. Mal gucken, ob was kommt. Achtung, Navigationsdaten empfangen. Oh. Okay. Der Atlas, finde uns, höre uns. Jetzt die Aufgabe. Der ist da auf dem Planeten. Ist der aber gut? Nicht, dass da wieder nur Blödsinn ist und der ist. Okay. Quarz. Okay. Aluminium, Kupfer. Quarz. As. Horizagen. Okay. Weiß gar nicht, ob wir das überhaupt abbauen können. So, was hat der zu bieten? Kandensium, Emeril, Nickel. Weiß er noch gar nicht. Wir haben ja bis jetzt kaum Technologien gefunden, die wir irgendwie sinnvoll einsetzen könnten. So, Aluminium. Kupfer. Na gut. Und, warte. Jetzt. Okay, Ferridium. Oh nein. Da machen wir ganz bestimmt nicht mit. Die. Ja. Die lungern doch denn hier wieder. Oder ist es denn nur einer? Moment mal, wie viele sind denn das? Ist es einer oder zweier? Moment mal, das ist nur einer, ne? Haben wir? Ja, das ist nur einer. Wir haben volle. Ich glaube, wir haben volles Schild. Okay. Da ist er. Den machen wir kaputt. Das müssen wir uns nicht geben. Okay. Ein Schild ist deaktiviert. Ich habe kritischen Schaden bekommen. Zink rein. Genau, wir haben auch Titan dabei noch. Also bis jetzt ist alles klar. Wir können ja auch. Kaputt. So, wir müssen auch eigentlich größtenteils hier frei haben. Was passiert denn jetzt? Vorwegs hat sich auch so. Oh. Sind die alle? Atrophäum haben wir gekriegt. Okay, wir haben das eingesammelt von ihm. Ja, achso, wir waren auch gar nicht fertig hier mit Planeten angucken, die wir wahrscheinlich denn nicht angucken. Da wurde die Flotte eingeschüchtert von einem einzigen, oder was? Moment mal, ist das hier? Gar nichts. Ich dachte, das wäre ein Riesenplanet, aber doch nicht.
So, den hier. Ach, den können wir noch gar nicht. Zack. Der sieht irgendwie ein bisschen freundlicher aus. Ich weiß nicht. So, dann gehen wir jetzt aber in die Raumstation. So. Ach, stimmt, das ist ja Corvex. Das ist das erste Mal, dass wir die hier sehen. Der hier ist anscheinend auch dabei. Hallo. Jetzt ist bestimmt wieder eine ganze Menge. Oh, mein guter Freund. Welch ein Glück. Achso, für uns beide. Ich bin ein Konstruktionsspezialist und suche nach einer neuen Stelle. Hast du schon eine planetare Basis? Falls ja. Nein, habe ich nicht. Ja, das kommt vielleicht auch noch so im Laufe jetzt von unserer Entwicklung, dass wir überhaupt mal die Möglichkeit kriegen, so eine Basis zu bauen. Man weiß das ja gar nicht. Okay, der will mich mit uns zu tun haben. Der hier, hallo, Techniker. Der kann bestimmt auch irgendwas ganz Tolles für uns. Ja, viele Talente, Wissenschaftler. Okay. Ich habe im Moment auch keine Arbeit, wenn du eine planetare Basis hast. Ein Wissenschaftler? Was? Geisterwesen spielt mit seinen Fingern und wiederholt komplexe chemische Formeln. Ja, okay. Ich suche im Moment keinen Wissenschaftler. Man weiß ja gar nicht, was der kann, ne? Ja. Ja, ja. Das ist jetzt, weil wir wieder Aliens getroffen haben, ne? So, was macht der hier? Der will auch nichts mit uns zu tun haben. Was soll das? Doch. Was? Okay. Reisemeilenstein. Für Aliens getroffen. 10 Euro. So, dann verkaufen wir mal unser Zeug. Dann müsste das eigentlich okay sein. Der will uns vielleicht was schenken. Das wäre ja schön. So, verkaufen. Und dann kaufen, stocken wir auch gleich wieder alles auf, was wir so haben. Premium, sollen wir es verkaufen? Ja, ich verkaufe das erstmal. Da haben wir noch gar keine Ahnung, wofür wir das überhaupt brauchen. Den kannst du auch erstmal weg. So. Raumschiff-Inventar können wir nochmal angucken. Da ist ja auch noch ein Dolch. Genau, weg damit. Trophäen wissen wir auch noch nicht. Für. Achso, 82 für insgesamt 11.000. Ich dachte pro. Oh, 146 nur. Das ist nicht so viel. So, da haben wir nichts. Achso. Was die jetzt noch haben, wieder Energiespeicher, sowas was mitnehmen. Kostet aber 1200 pro Ding. Ja, doch, ist aber wichtig, ne? Nicht, dass wir. Ja, doch, wir kaufen noch. Nicht, dass wir ohne dastehen. Dann haben wir wieder das Problem, dass wir nicht weiterkommen. Und nur am Verrecken sind. Plutonium nehmen wir auf jeden Fall mit. Warum nicht? Nee. Ach, Mist. Okay, dann muss ich anscheinend nochmal rüberschieben. Anzuginventar ist voll. Warum denn? Was sind da bitte drin? Ach so. Oh, okay. So, Eisen rüber, Titan rüber. Wir schieben erstmal am besten alles rüber. Ja, genau. So, zurück. Moment, Moment mal. Wenn die Sachen. Ach so. Ah, es sind zwei verschiedene. Okay. Dann gucken wir jetzt nochmal, dass wir Plutonium kaufen. Und dann gucken wir mal, was der Corvex von uns will. Was er uns schenken will. Wirbelwürfel kann man kaufen für 60.000. Ich habe auch keine Ahnung, was man da überhaupt mitmacht. Verbrauchsgut zum Handeln. Aber nur mit Handeln. Warum sollte ich den denn aber kaufen? Oder bezahlen woanders Leute viel mehr dafür? Weiß man ja gar nicht. So, was willst du jetzt haben? Interessenfokus? Okay. Okay, wir haben gar nichts verstanden. Wenn sie mich der elektronischen Lebensform nähere, beginnt sie mich instinktiv von Kopf bis Fuß zu analysieren. Zwitschert lebhaft und neigt dabei den Kopf zur Seite. Je länger sie mich analysiert, desto mehr verbraucht das Ressourcenfach der Anlage etwas, das mein Scanner als Silikatelement gewöhnliches Silikat geben. Ja gut, was anderes haben wir ja nicht. Doch, Platin hätten wir aber, glaube ich, im Schiff. Flackert enttäuscht vor sich hin. Dennoch legt sie ihre Hände auf mein Visier und dankt einer Wortübertragung ihres Volkes. Ja. Also ich hätte wahrscheinlich mehr haben können, wenn ich was. Oh, Vorwegswort für Warnung. Ach, kriegen wir mehr? Das ist ein Wort. Wenn wir mehr Zeug gehabt hätten. Meilenstein. Wofür denn jetzt? Auch Alien getroffen. Oh, können wir die Sachen hier benutzen? Ach, neues Geschäft. Oh. Stimmt, gab es die Sachen zum
Zum Heilen, weil das wäre mal nicht schlecht. Worte gelernt, oh. Ich würde gerne hier irgend so ein Ding benutzen zum AP wieder voll machen, aber hier. Ach, hier gibt doch, hier gibt es irgendwas, oder? Ist das was? Nee, kann man nicht benutzen. Schade. Schade. Gut. Dann gehen wir jetzt mal den Atlas angucken. Da. Da. Was das jetzt so. Ja, was das soll. Hoffentlich ist der Planet freundlich. Ich will nicht nochmal so einen miesen Planeten haben. Ohne Tiere und mit unvorteilhaften Wetterbedingungen. Aber wir kaufen da mal Plutonium ein, weil ne, da braucht man immer viel. Wenn wir ankommen, dann wäre es ja schön, dass wir wenigstens eine Ladung Startschubdüse hinkriegen, dass wir wenigstens wieder wegkommen, wenn der Planet doch richtig mies ist. So. Ja, was? Hat nicht mal Plutonium bei. Was ist denn du für einer? So, jetzt machen wir Schluss und dann gucken wir uns in der nächsten Folge an, was es mit diesem Atlas auf sich hat. Also dann bis zum nächsten Mal im No Man's Sky.